Was das Essen betrifft, sind die Deutschen wahre Weltbürger. Und das ist bei weitem kein Kompliment. Einige Nahrungsmittel haben eine halbe Weltreise hinter sich, bevor sie auf den Teller kommen. Die Industrie- und Handelskammer wollte das ändern und fing mit ihrer Offensive bei den Profis an, bei den Gastronomen. Um regionale Erzeuger stärker in den Blick der Verbraucher zu rücken, wurde der Wettbewerb Goldener Kochlöffel ins Leben gerufen. Also es gibt in der Region Zwickau sehr, sehr viele wirklich gute Direktvermarkter und auch eine ganze Reihe ganz ausgezeichnete Gastronomen. Und wir wollen herausfinden, was ist das leckerste regionale Gericht. Und natürlich wollen wir die Menschen auch einladen, mal in die Gaststätten zu gehen und es doch einfach selbst zu probieren. Insgesamt 6 gastronomische Einrichtungen des Landkreises Zwickau haben sich der Herausforderung gestellt und versuchten, die Jury zu überzeugen. Also wir haben die Restaurants in der Region Zwickau angeschrieben und wir haben 6 sehr, sehr gute Rückmeldungen. Also es wird wirklich schwierig für die Jury. Darin sitzen neben Katrin Stiller von der IHK auch Marika Schwarz vom Zeitsprungland, Mike Arnold vom Zwickauer Köcheverein und ich, Udo Rupp-Kalvis, Redakteur bei TV Westsachsen. Das erste Haus, das sich dem Wettbewerb gestellt hat, war das Hotel und Restaurant Bock in Limbach-Oberfrohna. Küchenchef ist Christian Vogel. Als das Angebot der IHK kam, an dem Wettbewerb Goldener Kochlöffel teilzunehmen, war er sofort bereit, sich mit den Berufskollegen zu messen. Ja, um einfach zu sehen, wo man handwerklich steht, meiner Meinung nach. Einfach zu sehen, was machen die anderen, was bringen die anderen, wo kann man sich selber damit sehen und einfach mal zu schauen. Für den Wettbewerb hat er ein Gericht ausgewählt, das zu den Klassikern in der sächsischen Küche zählt. Heute gibt's die klassische Forelle blau, mal anders. Und zwar der Name des Gerichts nennt sich dann Forelle macht blau, war meine Idee. Und da gibt's eigentlich die klassische Forelle blau, ist mit Rotkraut und Kartoffeln. Und wir machen eine Rotkraut-Kartoffelcreme und einen gebackenen Blumenkohl dazu. Gerade bei der Zubereitung der Forelle sieht man, dass hier ein Profi in der Küche steht. Nicht, dass ein Hobbykoch das nicht auch könnte, aber die Präzision und Geschwindigkeit zeugt schon von handwerklichem Können. Das ist das Filetieren der Forelle, die einfach die Filets von der Gräte abzuziehen, die Gräten zuziehen dann noch, damit man sie nicht auf dem Teller mit hat. Ja, das ist ein bisschen das, was am meisten auffällt, aber es gehört dazu. Inhaberin des Hauses ist Ute Striegler, die von der Idee der IHK, einen Wettbewerb für regionale Produkte zu veranstalten, sofort begeistert war. Also ich betreibe das Haus seit 2001. Das sind ja mittlerweile 16 Jahre. Und seit 2008 haben wir uns die Regionalität auf die Fahnen geschrieben. Das wurde dann halt immer mehr. Seit 2008 bin ich auch Mitglied bei Slow Food, die sich ja intensiv mit dem Lebensmittelhandwerk, mit den kleinen Produzenten beschäftigen und das auch erhalten wollen. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Fragen wir vor dem Test den Profi innerhalb der Jury, wie er die Wettbewerbsidee von Küchenchef Christian Vogel bewertet. Zutaten und Rezeptidee mussten vorab in Papierform eingereicht werden. Man sagt auch immer, Papier ist geduldig. Was man dann auf dem Teller hat, ist wieder eine andere Geschichte. Aber wenn man das so liest, der Koch hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Er hat es auch ordentlich beschrieben. Er hat eine klassische Art gewählt, diese Blauzubereitung der Forelle. Wie gesagt, da muss man immer mit frischem Fisch arbeiten, sonst funktioniert das nicht. Also deshalb haben wir auch den Regionalbezug, dass der frische Fisch mit da ist, die Forelle filetiert. Die Blauzubereitung eben durch die Schleimhaut, dass die also nicht zerstört wird, dass die sauber filetiert wurde. Und dann auch mit diesem Essig gearbeitet, dass das also auch blau sich einfärbt. Ja, und das ist die klassische Zubereitung. Auch die Beilagen sind klassisch gewählt, also mit diesem Rotkohl. Der Rotkohl wird püriert, da bin ich nicht ganz so skeptisch in dem Sinne jetzt, aber das ist eigentlich ungewöhnlich. Und da müssen wir mal sehen, was wir dann auf den Teller haben.
Und dann ging es ans Essen. Zunächst als Vorspeise hausgebackenes Buttermilchbrot mit Curry, Käse und Zwiebel. Und als Gruß aus der Küche ein Matjes Tartar an Balsamico-Linsen. Spannend wurde es dann beim Hauptgericht. Forellenfilet blau an gebratenem Blumenkohl auf Rotkohl, Kartoffelcreme mit Kurkuma und Weißweinsauce. Das Schwierigste war am Ende, darüber eine Bewertung abzugeben. Als man das an mich herangetragen hat, hier auch mal Jurymitglied sein zu dürfen und Restaurants zu testen, habe ich gesagt, ja Leute, ich mache euch den Rach. Aber mal ganz ehrlich, das ist kompliziert. Also das war jetzt der Auftakt, das war wirklich richtig toll, ein sehr schmackhaftes Essen und vor allem eine Forelle, wie man sie wirklich so nicht erwartet. Und jetzt sitze ich hier und muss dafür auch noch Punkte vergeben. Das ist richtig kompliziert. Da frage ich jetzt mal das Jurymitglied neben mir, was sagt denn der Profi dazu? Also einfach ist es nicht, oder? Tu nur ich mich so schwer. Na, einfach ist das nicht. Wir haben ja noch 5 Mal vor uns und müssen noch mal 5 weitere einschätzen. Aber ich muss sagen, der Auftakt ist sehr gut gelungen. Auch wie gesagt, was der junge Kollege hier hergestellt hat, ist eine super Sache gewesen, hat sich mal was Neues auch getraut, ne? Was in alten praktischen, was er früher gelernt hat, hat er kreativer umgesetzt. Ne? Das war mit dieser Forelle Blau, was ich schon gesagt habe, und mit diesem Rotkohl und mit diesem Kartoffelpüree, das war eine Spitze gewesen, das habe ich eigentlich auch nicht so vermutet. Da waren Sie noch ein bisschen skeptisch am Anfang, haben Sie gesagt. Ja, jetzt ist die Skepsis verflogen. Jetzt hat das wunderbar geschmeckt und es ist auch sehr gut angekommen. Ja, also das soll mal ein kurzer Eindruck gewesen sein. Man hat es als Jury nicht leicht. Ne? Also nicht immer so schimpfen auf den Rach, auf den Bohlen, auf den Lambi und wie sie alle heißen. Die haben schon ihre Berechtigung, wenn sie auf die Leute eindreschen. Aber wenn es eine gute Leistung ist, dann ist es eine gute Leistung. Und also bei mir sind 96 Punkte von 100, mal ganz ehrlich. Der nächste Wettbewerbsteilnehmer war dann das Hotel First Inn am Zwickauer Kornmarkt. Es ist der erste große Wettbewerb, an dem sich das Haus seit dem Namenswechsel beteiligt. Erst vor kurzem wurde aus Holiday Inn das First Inn. Also das Hotel hat 1997 unter der Dachmarke von Holiday Inn hier in Zwickau eröffnet. Und wir haben dieses Haus im Franchise-Vertrag 20 Jahre lang unter dieser Dachmarke betrieben. Nach 20 Jahren war der Franchise-Vertrag zu Ende. Und dann stellt sich für uns die Überlegung, macht es Sinn, mit Holiday Inn weiterzumachen? Wir haben uns dafür entschieden, dieses Haus ohne Franchise-Anbindung in Eigenregie unter eigenem Namen weiterzuführen. Nun kann die Hotelleitung völlig frei entscheiden, mit welchen Lieferanten zusammengearbeitet wird. Und an diesem Punkt kann das First Inn nun seine Stärken ausspielen. Also das Thema des Wettbewerbes regionaler Bezug spielt uns in die Tasche, denn Regionalität und Saisonalität spielen bei uns schon von Haus aus schon immer eine große Rolle. Unsere anspruchsvollen Restaurantgäste möchten natürlich wissen, was sie auf ihrem Teller liegen haben. Und nicht nur das, wir sind uns durchaus bewusst, welchen Beitrag wir im Rahmen der Wertschöpfung für die Region leisten und auch für den Umweltschutz, wenn wir uns für regionale Produkte entscheiden. Dann schauen wir doch den Köchen mal über die Schulter. Wie regional ist der heutige Wettbewerbsbeitrag? Bei der Ausschreibung der IHK ist dieses Thema immerhin eines der wichtigsten Kriterien. Also unser Fleisch ist von der Fleischerei Heyer, das ist eine Fleischerei aus Werdau. Die beziehen ihre Rinder, ihre Schweine, zuchten alles aus dem Koblenzer Raum, also Langhessen. Gebiet Langhessen ist das. Und uns ist es da halt vor allen Dingen sehr wichtig, wirklich frische, kurze Transportwege, dass wir wirklich darauf achten können halt so und wir haben und dass wir hier ein sehr gutes Produkt, was es ja sowieso regional gibt, ne, wirklich dann auch versuchen zu veredeln halt und so gut wie möglich an den Gast zu bringen. Unsere Karotten, unsere Kartoffeln, unser Brokkoli, also die Kartoffeln zum Beispiel sind von der Firma Friweikauf, ne, die tun ja auch von regionalen Händlern beziehen oder Bauern und da, wie gesagt, da legen wir schon viel Wert drauf und dass das halt auch passt. Der Fleischer selbst war ebenfalls anwesend und wollte dabei sein, wenn seine Produkte von Meisterhand zubereitet werden. Das Gericht klingt schon mal vielversprechend.
Also wir haben heute ein 3-Age-Rinderfilet plus 3-Age-Rinderbacken auf einer Balsamico-Soße mit getrüffeltem Kartoffelpüree, Vichy-Karotten, wilden Brokkoli. Und ich denke, das ist eine ganz runde Sache. Wir haben versucht, auf die Farbenkontraste immer viel zu achten. Da legen wir sehr viel Wert halt. Für uns ist es sehr wichtig, halt nicht nur, dass wir ein gutes Essen, sondern dass es wirklich auch optisch halt sehr gut bei dem Kunden ankommt halt. Klingt schon mal lecker. Aber was sagt der Kochprofi Mike Arnold zu dem Wettbewerbsbeitrag des First Inn? Ja, wir hatten das letzte Mal ja mit Fisch zu tun gehabt und heute gibt es ein Stück Fleisch, beziehungsweise zwei verschiedene Sorten Fleisch. Wie gesagt, dieses Kurbelandfleisch ist eigentlich ganz berühmt und bekannt hier in der Gegend und wird, wie gesagt, auch gerne von den Gastronomen verwendet. Wir haben auch wieder eine klassische Geschichte dabei, was ich schon sagte, mit der Herstellung von diesen Fleischgerichten. Einmal wird das Fleisch, also wird zweimal verschieden zubereitet, einmal wird das Fleisch geschmort, ganz klassisch, um eine entsprechende schöne Soße herzustellen und die schön würzig und kräftig das Gericht harmonieren wird. Und einmal das Rinderfilet wird praktisch gedünstet bzw. Niedrigtemperatur gegart, sodass also der Fleischsaft erhalten bleibt und entsprechend auch der Geschmack. Und es wird also schonend gegart und auf dem Teller wird es dann bestimmt sehr gut aussehen, weil also die Fleischfarbe auf jeden Fall erhalten bleibt. Und das ist, wie gesagt, das, was mich auf jeden Fall interessieren wird. Auf das Essen war natürlich nicht nur Jurymitglied Mike Arnold gespannt, sondern auch die anderen Tester. Es macht immerhin ganz schön Appetit, wenn man den Köchen bei der Arbeit zuschauen darf. Gleich geht's los. Die Spannung steigt und steigt. Ich glaube, in der Küche sind Sie jetzt aufgeregt, aber wir sind ganz entspannt hier. Wir warten jetzt darauf, dass das Essen kommt, aber eines sollten wir vielleicht auch klären. In der Jury sitzt auch jemand vom Zeitsprungland. Da geht es um Touristik. Und da frage ich jetzt mal Marika Schwarz, warum beteiligt sich das Zeitsprungland an einer solchen kulinarischen Angelegenheit? Ja, die Tourismusregion Zwickau, das Zeitsprungland, hier gibt es ja ganz viele tolle Erlebnisangebote. Die Gäste können zwischen den verschiedenen Schlössern und Burgen in den Epochen herumspringen. Sie können Zeitreisen durch die Industrieepochen, durch die Industriegeschichte erleben und können auf Rad- und Wanderwegen sich ganz, ganz aktiv bewegen. Aber ein Tourist, ein Gast, der möchte sich natürlich auch gerne mal etwas erholen, der möchte mal irgendwo einkehren, eine schöne Rast machen. Und deswegen spielt das Thema Gastronomie natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen ist es für uns eben auch ganz wichtig, mal zu zeigen, was es für tolle Gastgeber in der Region gibt, dass die Gastgeber eben ganz, ganz viel Wert auf hohe Qualität bei der Produktion der Speisen legen, dass es wirklich regionale Zutaten sind, die verwendet werden, dass die direkt vom Markt der Region mit eingebunden werden und dass man eben genau weiß, woher das Fleisch kommt oder der Fisch. Und wir freuen uns sehr, dass das Thema durch den Wettbewerb jetzt auch nochmal so in den Blickpunkt gerät. Und ich fand es richtig klasse, dass der Cornelius Heyer, der Fleischer, dem Koch nochmal über die Schulter geschaut hat, um zu schauen, wie sein Produkt verarbeitet wird. Fand ich ganz toll. So, und ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt bin ich echt gespannt und schon hungrig. Zunächst gab es einen Gruß aus der Küche. Eine Praline von der Kunersdorfer Forelle mit marinierter Gurke, dazu Forellenkaviar und Forellengel. Der Hauptgang, Filet und Bäckchen vom Koberländer Angusrind mit Balsamico-Jus, wildem Brokkoli, Vichy-Karotten, Karottenpüree und getrüffeltem Kartoffelpüree. Das klingt nicht nur gut, es war auch wirklich ein Geschmackserlebnis. Kommen wir also zur Auswertung. Wie schon beim letzten Mal möchte ich natürlich jetzt auch mal die praktische Auswertung wissen. Also theoretisch, wir hatten das vorher schon mal besprochen. Wie ist jetzt die praktische Auswertung? Also ich selbst war ja begeistert. Ja, also es ist so, wie wir es eingangs besprochen hatten auch. Es sind super Grundprodukte aus der Region verwendet worden, die natürlich auch hier super zubereitet wurden. Das ist ja auch wichtig, ne, dass man aus diesen Produkten auch was besonders Gutes macht. Und das war diese Kombination, was ich gesagt habe, mit diesem Schmorgericht und mit diesem kurzen Gericht, also praktisch was nur Niedrigtemperatur gegart war. Das war eine super Leistung gewesen und man kann eigentlich nur sagen, das war ganz große Spitzenklasse. Und das sagt der Mann, der nicht nur dem Verein der Zwickauer Köche vorsteht, sondern der auch als Ausbilder für den Kochnachwuchs tätig ist.
Zum Abschluss wurde noch ein Dessert serviert. Hausgemachtes Honig-Lavendeleis auf einem Schokochip, garniert mit Zuckerfäden. Insgesamt ein Wettbewerbsbeitrag, der in der ersten Liga mitspielt. Das nächste Haus, das sich dem Urteil der Jury stellte, war der Fischerhof Mannigswalde. Gerade bei frischem Fisch sind kurze Lieferwege oberstes Gebot. Da kann der Fischerhof in dem Krimmitschauer Ortsteil natürlich punkten, wie man schon im idyllischen Außenbereich sieht. Der Teich liegt direkt vor der Tür. Das ist halt bei uns das typische Regional, da geht's nicht. Ne? Wir haben auf dem Hof ein Fischgeschäft, da werden unsere Fische gelagert und da werden die auch geschlachtet und wir kriegen die praktisch über den Hof direkt in unsere Küche und der Gast auch Sonntagmittag frisch auf den Tisch. Über 20 Teiche bewirtschaftet die Familie Lokotsch im Landkreis Zwickau. Doch keine Angst, das Angebot auf der Speisenkarte ist natürlich wesentlich breiter, sodass auch Freunde von Meeresfischen und anderen Gerichten auf ihre Kosten kommen. Also wir haben natürlich nicht nur unseren heimischen Fisch, wir haben auch Fisch aus allen Meeren kann man bei uns wirklich bekommen. Wir legen da auch immer ein bisschen saisonalen Wert. Es gibt halt eine Matthiaszeit und dann haben wir mal Dorsch, wir haben mal Scholle. Also das wechselt immer. Es gibt selbstverständlich auch Fleisch, weil in jeder Familie ist auch ein Fleischesser dabei. Sonst würden die Leute hier nicht so sehr glücklich sein, wenn sie nur kaufen essen müssten. Aber das ist eigentlich immer relativ gut. Das Thema Regionalität zeigt sich auch bei den Kräutern. Die wachsen direkt vor der Tür und haben damit einen Lieferweg in die Küche von nur wenigen Metern. Und damit sind wir auch schon im Reich von Küchenchef Marc Steinhäuser. Für den Wettbewerb um den Goldenen Kochlöffel 2017 hat er sich eine raffinierte Kreation ausgedacht. Natürlich mit Fisch aus dem eigenen Teich. Wir haben uns gedacht, wir machen was Spezielles. Wir haben ein Prä-Amus vorbereitet. Das heißt quasi, es ist das Amus vorm Amus-Göll sozusagen, der doppelte Gruß aus der Küche. Der wird quasi aus einer hausgeräucherten Konsommee entstehen, da unser Räucherofen und unser Fischverkauf im Vordergrund stehen sollen. Dann haben wir uns gedacht, ein Amus-Göll, ein Gruß aus der Küche, noch als zweiten Teil, in dem wir halt ein bisschen mehr, wo wir uns gesagt haben, wir machen was Besonderes, wir machen einen Tag am Meer. Ganz besonders, wo wir halt auch drei spezielle Produkte aus dem Meer für sie vorbereitet haben. Ja, und dann geht es zum Hauptgang über, die Karpfen-Galantine, wie wir schon gesagt haben, für den Goldenen Kochlöffel, die Hauptspeise. Und dann machen wir noch zum Abschied noch ein schönes Dessert. Der Tag am Meer als Gruß aus der Küche bot alles, was so einen guten Tag am Meer so ausmacht. Neben Fisch, Auster und einem Gel war der Teller auch mit Sand garniert. Natürlich war es ein essbarer und wirklich leckerer Sand. Auch bei den Beilagen achtet der Küchenchef auf Regionalität. Unsere Kartoffeln sind vom Biohof Harnischhof in Hartau, ja, das ist bei Obervira. Und das Gemüse auch von dort. Wie gesagt, die größeren Bestellungen machen wir auch über Fruchtix bei Altenburg. Ist jetzt aber als Direktvermarkter für uns erstmal uninteressant. Sind sie natürlich auch. Ja, und ganz toll, unser Vordergrund, unser Karpfen, wie auch unsere Forelle, unsere Saiblinge, sind aus der eigenen Fischzucht vom Herrn Thomas Lokotsch, da wir direkt als Direktvermarkter auch stehen. Für den Wettbewerb ist das Hauptgericht der entscheidende Punkt. Jurymitglied Mike Arnold hat sich eingehend mit dem eingereichten Gericht befasst. Ja, es liest sich sehr gut. Wir haben hier wieder, ich muss immer sagen, einen Klassiker. Wir haben eine Galantine diesmal drauf. Eine Galantine ist normalerweise auch vom Geflügel hergestellt, eine kalte Vorspeise eigentlich. Die wird ausgelöst und praktisch, dass man die Haut nicht verletzt, dann füllt man eine Farce rein, dann gart man das bei einer geringen Temperatur, eine längere Zeit, und dann wird es aufgeschnitten und meistens als kalte Vorspeise serviert. Hier ist es warm interpretiert. Es ist praktisch eine gefärbte Farce drin, also dass man das Schnittbild dann auch sieht. Das ist ja Karpfenfilet, was wir heute haben. Das ist praktisch mit dieser Farce gefüllt und dann entsprechend durch dieses Schnittbild sieht das dann auch auf dem Teller wunderbar aus. Was mich dann auch interessiert, ist dieses Miso, was hier drauf steht. Das ist praktisch eigentlich aus dem Japanischen. Das ist eine Würzpaste, die, wie gesagt, hier verwendet wird. Und wie diese Sache funktioniert, dieser Rohstoff, der also vor der Türe wächst, sage ich mal, in den vielen Teichen, wie das mit diesem asiatischen Einschlag dann funktioniert, das würde mich interessieren, auf jeden Fall. Dann war die Jury gefragt. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Entscheidung nicht leicht wird. Die Köche haben die Fischgerichte auf einem sehr hohen handwerklichen wie auch künstlerischen Niveau zubereitet und präsentiert.
kommen wir zur Auswertung. Wie die Speisen aussahen, das haben Sie ja in den Bildern gesehen. Ich bedauere es natürlich zutiefst, dass es kein Geschmacksfernsehen gibt. Also geschmacklich haben Sie etwas verpasst. Das muss man so festhalten. Aber ich bin jetzt echt mal auf das Juryurteil des Profis hier in der Jury gespannt. Das war doch klasse, dieser Beitrag, oder? Es war eine super Sache. Ich hatte ja gesagt, ich bin auf bestimmte Sachen gespannt gewesen. Einmal auch auf die Füllung vom Fisch, von den Karpfen. Erstmal war der Karpfen schön filetiert und es waren keine Gräten drin. Das ist immer ganz wichtig, auch für den Gast. Und ein sehr schön abgeschmecktes Aroma. Die Kartoffeln außenrum, auch wieder ein klassischer Zubereitungsart. Und auch die Harmonie auf dem Teller war eigentlich ausschlaggebend auch für ein Spitzenprodukt. Muss man so sagen. Super Leistung. Und eines möchte ich auch noch anmerken. Mike Arnold hat mehrfach die Jurymitglieder ermahnt, für den Wettbewerb zählt nur der Hauptgang. Ja, das. Ansonsten hätten wir ja auch noch den Gruß aus der Küche bewertet und auch noch das Dessert, ein Traum. Wir dürfen es leider nicht bewerten, aber ich werde es sehr, sehr lobend erwähnen. Es war ein Traum. Und das zum Teil sogar mit den Mitteln der sogenannten Molekularküche. Ein Top-Wettbewerbsbeitrag zur Halbzeit beim Goldenen Kochlöffel 2017. Jurymitglied Katrin Stiller von der IHK kann da nur ein positives Zwischenfazit ziehen. Also wirklich ausgezeichnet. Wir haben richtige Spitzenköche in der Region. Kreativ, mit neuen Ideen, mit Mut und vor allen Dingen auch mit einem ganz, ganz hohen handwerklichen Können. Würde aber sicherlich auch nicht gehen, wenn die regionalen Produkte nicht so eine gute Qualität auch hätten. Ja, und man kann nur jeden einladen, das einfach selbst auch mal zu probieren. Denn so zu kochen wie unsere Köche, das würde ich zum Beispiel zu Hause nicht schaffen. Was bei dem hohen Niveau der Wettbewerbsbeiträge auch nicht verwunderlich ist. Das nächste Haus, das sich dem Urteil der Jury stellt, ist das Forsthaus von Markus Otto in Reinsdorf. Auch bei diesem Teilnehmer im Kampf um den Goldenen Kochlöffel 2017 wurde schnell klar, dass hier das Thema regionale Produkte kein Neuland ist. Die beiden Geschäftsführer Markus Otto und Claudia Riedel-Tümmler mussten ihre Philosophie nicht eigens für diesen Wettbewerb der IHK umstellen. Das ist eigentlich bei uns schon immer ein großes Thema. Also wir haben im Dezember 2013 hier in Reinsdorf eröffnet und schon von Anfang an bieten wir unseren Gästen einen Mix aus regionalen Gerichten und internationalen Spezialitäten. Und vor allem Regionalität und Saisonalität spielen bei uns eine große Rolle. Daher wechseln wir auch oft unsere Speisekarte. Wir beginnen immer jeden Monat am ersten Freitag mit einem Menüabend. Da wird so unser Monatsthema vorgestellt und somit zieht sich das saisonal durchs ganze Jahr. Der zweite Geschäftsführer des Hauses und Küchenchef Markus Otto ist immer auf der Suche nach etwas Neuem für seine Gäste. Vor kurzem wurde er fündig und zwar in Form dieses unscheinbaren Gerätes. Sein Name der Beefer und der hat es in sich. Ja, unseren Beefer haben wir jetzt seit Anfang Juli. Seit Anfang Juli bieten wir bei 800 Grad gegrillte Speisen auf unserer Speisekarte an. Da hat man verschiedene Fleischsorten, verschiedene Beilagen, die man sich wählen kann. Und der Beefer hat eben die Besonderheit, dass er durch diese hohe Gradzahl, eben bei 800 Grad, das Fleisch ganz kurz gegrillt wird und durch diese hohe Temperatur eben so eine Karamellisierung des Fleisches entsteht, was eben diesen besonderen Geschmack hervorruft. Grillen bei 800 Grad. Zum Vergleich, die meisten Backöfen schaffen 250 Grad. Auf dem Grill bekommt man reichlich 400 Grad hin. Und nun die doppelte Temperatur. Die Demonstration mit einem Stück Roast Beef zeigt, was in dem Gerät steckt. Außen scheint das Fleisch vollkommen gar zu sein, doch innen ist es nahezu komplett roh und kann in einer Ruhephase nach Belieben auf den perfekten Garpunkt gebracht werden. Was präsentiert er nun als Wettbewerbsbeitrag? Wir machen heute ein Filet vom Strauß, gebieft bei 800 Grad. Unser neues Gerät, was wir haben, ganz tolles Fleisch. Dazu machen wir eine gefüllte Feige mit Ziegenkäse, ein Blumenkohlpüree, einen gebackenen Schinken aus vom Angushof in Rottmannsdorf. Das ist halt
Man bekommt von ihm nicht viel, weil die verkaufen recht gut. Und was ich kriegen kann, nehme ich bei ihm. Genau, dazu machen wir eine Mango-Buttersoße. Ja, das ist der Hauptteil. Dann haben wir noch eine Quiche von der Straußensalami, von der gleichen Straußenfarm Burkhardt. Genau, mit frischen Pfifferling gerade, Lauch. Danach gibt es ein Tartar von der Lachsforelle aus der Region. Limette, Dill, Frischkäse, ein paar Wildkräutersalat. In der Jury sitzt auch die Tourismusexpertin Marika Schwarz vom Zeitsprungland. Die Touristiker sind nicht nur bestrebt, den Gästen der Region die Sehenswürdigkeiten schmackhaft zu machen. Wer den Landkreis Zwickau bereist, soll auch kulinarische Tipps bekommen. Ein Angebot, von dem am Ende nicht nur die Touristen, sondern auch die Gastronomen profitieren sollen. Wir haben direkt für das Thema Genuss bewusst, also für genau das Thema, was der Wettbewerb jetzt eben hier mit untermalt, haben wir eine Broschüre, die genau um das Thema regionale Anbieter geht. Da geht es wirklich darum, werden regionale Produkte verwendet, ist der Qualitätsanspruch sehr hoch und die ist gerade in der Neuauflage. Und da sind natürlich einige der Gastronomische mit dabei und die anderen werden wir natürlich noch mit ergänzen dazu. Und für den Sieger des Wettbewerbs Goldener Kochlöffel 2017 hat sich das Zeitsprungland noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, wir haben uns ganz spontan noch überlegt, dass wir in genau der genannten Broschüre den Sieger noch mal besonders hervorheben werden und noch mal ganz exponiert einen Platz einräumen werden, wo wir das Ganze noch mal hervorstellen, dass das der Sieger des Kochwettbewerbs hier ist. Doch kommen wir nun zum heutigen Wettbewerbsbeitrag. Kochprofi Mike Arnold hat schon allein die schriftlich eingereichte Beschreibung neugierig gemacht. Wir haben heute wieder mal einen Wechsel vom Fisch zum Fleisch. Und zwar gibt es heute ein Geflügel, und zwar vom Strauß. Manche würden sich vielleicht jetzt fragen, der Strauß ist eigentlich ein afrikanischer Laufvogel, was der wohl auf unserem regionalen Teller zu suchen hat. Aber es ist also so, dass sich viele spezialisiert haben und so Straußenformen angelegt haben. Und hier ist, wie gesagt, aus Lumpzig diese Straußenform. Und wir waren auch selber zur Exkursion schon dort gewesen. Die verarbeiten den ganzen Strauß, also es wird alles verarbeitet. Haut wird Leder gemacht, aus dem Fleisch wird praktisch Edelfleischteil gemacht und natürlich auch Wurst von den Sachen, die man so nicht verkaufen kann. Aus den Federn werden Staubwedel gemacht, beziehungsweise auch Füllmaterial für die Fahrzeugindustrie. Also es ist ein ganz wunderbares Tier, wo man alles verwerten kann. Und entsprechend, das Fleisch ist sehr wildähnlich teilweise. Ne? Geflügel, Wild und Rind sind so ungefähr so ein Zwischending. Und hier eine interessante Kombination nochmal. Man hat eine Mangosoße dazu, also was Süßes, dann Geflügelfleisch und Ziegenkäse. Und das ist der Kick von der ganzen Geschichte. Und außerdem wird es bei einer bestimmten Temperatur gegart, und zwar bis zu 800 Grad mit einem Beaver. Und das würde ich mir mal angucken, das ist interessant. Wenn selbst der Kochprofi neugierig auf das Ergebnis dieser neuen Garmethode ist, dann erkennt man daran, dass es sich hierbei tatsächlich um eine recht neue Methode handeln dürfte. Zuerst gab es als Gruß aus der Küche ein Quiche vom Straußensalami mit frischen Pfifferlingen und Lauch. Als Vorspeise dann Tartar von der Lachsforelle mit Limette, Dill und Frischkäse, mit Wildkräutersalat und einem gebackenen Weißbrotchip. Als Wettbewerbsbeitrag dann das Hauptgericht, gebiefte Würfel vom Straußenfilet mit Mango, Ziegenkäse, Feige, Schinken und Blumenkohl. Und schließlich als Dessert weißes Schokoladenmus mit Erdbeerbuttermilch. Kommen wir zur Auswertung. Ich habe für mich entschieden, ich will einen Beaver. Grillen wie die Männer bei 800 Grad. Oh, und das Fleisch. Ja, wie ich gestern schon sagte, leider haben wir kein Geschmacksfernsehen. Das können wir nicht rüberbringen. Wir hatten uns im Vorfeld noch überlegt, bleiben wir hier drin in der Gaststube oder gehen wir raus in den Garten, ist nochmal ein genauso tolles Gelände. Wir haben uns dann aber dafür entschieden, nein, wenn, dann überall die gleichen Bedingungen, wir machen das drin. Draußen wäre mindestens genauso schön gewesen. Aber jetzt kommen wir mal dazu, das Gericht auszuwerten, und auch heute geht es nur
um den Hauptgang. Das müssen wir festhalten. Was sagt der Profi in der Jury, was sagt Mike Arnold dazu? Ja, also man muss immer sagen, Strauß ist ein sehr schönes Stück Fleisch. Oh ja. Ja, also wie gesagt, der Übergang, wir hatten ja gestern Fisch, heute Fleisch, ist wunderbar gelungen. In der Küche hatte ich mir auch den Beaver angeschaut, er war wirklich vorhanden und er wurde benutzt, sodass wir einen super Finalprodukt auf dem Teller hatten, ordentlich klasse gewürzt mit einem Meersalz, was wie gesagt das halt nochmal abgerundet hat, mit einer Mangosoße. Das war richtig gut, dass es harmoniert hat. Blumenkohlpüree dazu. Also man muss sagen, es ist immer eine Steigerung drin und man ist sich nicht mehr sicher, wie man das alles so bewerten muss. Ja? Also es wird sehr schwierig. Wenn das schon der Profi sagt, was sollen wir dann machen, die nicht Kochprofis, also Katrin Stiller und Marika Schwarz und ich. Aber wir müssen jetzt ran. Jetzt geht es an die Bewertung. Es wird von Mal zu Mal schwieriger, winzigste Nuancen zwischen den einzelnen Wettbewerbsbeiträgen zu erkennen. Zwei Teilnehmer müssen sich der Jury noch stellen. Das nächste Haus ist das Hotel Merane. Mandy Engelmann hatte an diesem Tag das Kommando in der Küche. Und auch schon im Vorfeld des Wettbewerbs war sie diejenige, die das Gericht zusammengestellt hat. An oberster Stelle steht beim Goldenen Kochlöffel 2017 die Forderung, regional erzeugte Produkte zu verarbeiten. Doch das ist schon länger das Credo des Hauses im Südwesten der Stadt. Ja, wir haben ja schon seit längeren Jahren versuchen wir viel auf regionale Produkte umzustellen. Und dazu sind wir auch viel auf Messen oder gehen generell direkt zum Anbieter. Und wir fanden das super, eine super Idee, einfach hier mitzumachen und unsere regionalen Produkte einfach mal vorzustellen. Und aus diesen Zutaten aus der näheren Umgebung lassen sich hervorragende Gerichte kreieren. So auch der Wettbewerbsbeitrag des Hotels Merane. Wir machen eine gefüllte Maishähnchenbrust mit Bärlauch. Dazu ein mariniertes Schweinesteak vom Strohschwein. Auf ein Räucherpaprika-Püree und tonierten Gemüse. Und eine Pflaumensoße natürlich noch. Was ganz Besonderes und einfach mal was anderes. Gehen wir der Sache doch mal auf den Grund. Woher stammen die Zutaten? Unser Maishähnchen beziehen wir vom Geflügelhof Weber, wo wir auch unsere Eier herbeziehen. Und unser Schweinefilet bekommen wir vom Kunz. Das ist ein Bauernhof hier in der Nähe. Und da bekommen wir auch unsere ausschlachtende Wurst für unser Frühstücksbuffet zum Beispiel her. Das Verwenden regionaler Produkte war für das Hotel Merane eine gute Möglichkeit, in der Stadt bekannt zu werden und heute nun wie selbstverständlich in der Bevölkerung dazuzugehören. Na, ganz so einfach war es nicht. Sie sehen, wir befinden uns in Merane. Merane ist eine Kleinstadt und wir als großes Hotel waren da schon ein Stück Fremdkörper und hatten auch Mühe, an die einheimische Bevölkerung ranzukommen. Und was ist denn einfacher, eine Bindung mit Einheimischen zu finden, als auch mit einheimischen Produkten zu arbeiten und da ein Geben und Nehmen darzustellen. Es gibt für uns natürlich auch die Philosophie, da kommt ein Stück Heimatverbundenheit raus, Regionalverbundenheit. Und unsere Gäste, die wir ja auch befragen, teilen uns ganz deutlich mit, wir möchten gerne mehr über die Region wissen, wir möchten mehr regionale Produkte oder regionale Gerichte auf ihrer Speisekarte sehen. Und dem Trend haben wir uns ganz einfach und ganz leicht und locker gebeugt, weil es ist ja eine schöne Sache, so auch die Liebe zur Heimat und zur Region darzustellen und nach außen zu tragen. Befassen wir uns nun aber mit dem Wettbewerbsbeitrag von Mandy Engelmann und ihrer Küchencrew. Jurymitglied Mike Arnold gibt einen Überblick. Ja gut, wir lesen uns das ja vorneweg immer durch und gucken uns das an. Es werden auch hier Wert auf regionale Gerichte gelegt. Und hier sind die Rohstoffe auch, zum Beispiel aus Hertensdorf, von diesem Bauernhof. Dieses vom Strohschwein bzw. von der Maispolarde. Es kommt auch immer darauf an, wie man die Tiere hält. Zum Beispiel bei Strohschwein denkt man sich, was ist denn das? Das ist praktisch die Hälterung des Tieres. Wenn das ordentlich gehältert und ordentlich gefüttert wird, hat man eine ordentliche Fleischqualität. Genauso ist es bei der Maispolarde, dass man praktisch mit Mais das überwiegend füttert. Das hat dann eine gelbliche Färbung, sodass man also dort eine ordentliche Qualität rausbekommt. Also der Preis spielt natürlich auch immer eine Rolle, aber man sollte schon auf Qualität Wert legen. Wichtig ist, und beim Durchlesen ist mir auch aufgefallen, dass hier besonders viel Wert auf das Farbspiel gelegt wird, auf den Teller, und dass die meiste Beschreibung hatte. Ja? Also ich sage auch immer meinen Auszubildenden, das Auge isst mit. Bedeutet also,
es muss sehr gut aussehen, es darf aber keine Mogelpackung sein, es muss auch sehr gut schmecken. Und das ist hier der ausschlaggebende Fakt und deshalb bin ich sehr interessiert, gerade die Füllung, die mit Bärlauch gemacht wird beim entsprechenden Geflügel und natürlich auch die Zubereitung von den Medaillons, von den Strohschweinen. Das wird ja extra nochmal eingelegt bzw. mariniert über Nacht in einer Marinade und dann nochmal mit Speck gebunden, dass es schön saftig bleibt und schön zubereitet. Da bin ich gespannt, ob das alles so funktioniert, wie es gedacht wurde. Schon auf dem Papier hat sich gezeigt, dass es sich wieder um einen sehr hochwertigen Wettbewerbsbeitrag handeln dürfte. Und in der Praxis wurde das auch bestätigt. Von Mal zu Mal schwieriger. Also die Wettbewerbsbeiträge, die sind wirklich auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Ja, und das Hotel Merane, das macht es uns natürlich auch nicht leicht mit der Bewertung. Wir hatten vorher schon gehört von Mike Arnold, es wird uns ein großartiges Farbenspiel erwarten. Ich selbst kann das schon mal bestätigen. Was meint der Profi? Wurden die Erwartungen erfüllt? Ja, eingangs hatten wir uns ja schon unterhalten. Ich sagte, es sind sehr viele Farben im Spiel von den verschiedenen Rohstoffen und es hat sich bewahrheitet und wurde sogar übertroffen. Auf dem Teller sah es sogar besser aus wie auf dem Foto, was also eingereicht wurde. Und natürlich, ich sagte auch eingangs, es darf auch keine Mogelpackung sein, sondern es hat auch sehr gut geschmeckt. Das muss man also auch sagen. Und es war ein hervorragendes Ergebnis. Die Füllung für die Geflügelroulade war sehr schön. Und es ist wirklich ein Erlebnis gewesen. Es wurde auch mit frischen Kräutern gearbeitet, mit frischen Blumen gearbeitet, essbaren Blumen, die mit auf den Teller waren. Und ich muss sagen, eine Spitzenleistung. Da hat die Köchin wirklich ganze Arbeit geleistet, aber sie macht es uns damit natürlich nicht leicht. Liebe Jurykollegen, schreiten wir zur Tat. So viel lässt sich bereits jetzt sagen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen der einzelnen Häuser im Kampf um den goldenen Kochlöffel 2017. Einen Nebeneffekt hat der Wettbewerb aber auch. Das Berufsbild des Kochs hat schon einige junge Leute neugierig gemacht, vielleicht selbst eine solche berufliche Laufbahn einzuschlagen. Jurymitglied Katrin Stiller von der Industrie- und Handelskammer kann das aus ihrer täglichen Arbeit bestätigen und führt das auch auf die Vielfältigkeit dieses Berufs zurück. Ja, absolut. Also Gastronomie und Koch zu sein, ist ja auch was ganz Außergewöhnliches. Das ist Kunst, das ist Kultur, das ist Kreativität, Individualität, sich ausleben und ja, auch ein kleines bisschen Bürokratie. Also unwahrscheinlich vielfältig und man hat natürlich auch immer was mit dem Gast zu tun, mit Menschen zu tun und das ist das, was viele Gastronomen auch lieben. Und heute haben wir eine junge Köchin kennengelernt, die aus der Region stammt und die das auch ganz, ganz hervorragend rübergebracht hat. Und das geschmacklich wie optisch. Eine gewisse künstlerische Ader ist bei einem Koch eine wichtige Voraussetzung. Der nächste und damit letzte Wettbewerbsbeitrag kam vom Landhotel Gutshof in Hartenstein. Dieser Herausforderung hat sich Küchenchef Markus Gnad gern gestellt. In die Aufgabe ist er gewissermaßen hineingewachsen. Er betreibt das Haus heute in zweiter Generation. Ja, also wir haben uns, das Haus ist jetzt schon 18 Jahre, also wurde vor 18 Jahren komplett renoviert. Das wurde dann also von meinen Eltern renoviert. Dann habe ich das vor 10 Jahren übernommen. Meine Eltern arbeiten immer noch mit im Hintergrund, aber gehören einfach dazu. Dann, und auch in den letzten 10 Jahren sind wir halt immer mehr auf die regionalen Produkte umgestiegen. Bis halt jetzt die letzten Jahre hin zu den Hauptbestandteilen, gerade wie beim Fleisch. Bis dahin, früher haben wir immer nur von, was uns Nachbarn, von Kaninchen, was dann sehr regional war, was hier vom Bauern war. Und jetzt haben wir halt seit einem Jahr in Straußenhof entzogen. Und da liegt vor der Tür, also wir können die Strauße täglich
Wir können täglich hinschauen, wir können sie zählen. Und montags wird immer einer geschlachtet und da hat man jede Woche garantiert frisches Fleisch. Den Wettbewerb um den Goldenen Kochlöffel 2017 hat Markus Gnad als besondere Herausforderung angenommen und das Thema regionale Produkte wortwörtlich genommen. Bei dem Menü haben wir uns Gedanken gemacht, regional, was ist regional, ist 50 Kilometer regional, ist, wie regional sollte es sein? Und da haben wir gesagt, wir versuchen da einfach den Kreis so eng wie möglich zu halten. Sind am Ende rausgekommen bei den Bestandteilen bei 8 Kilometern. Und wobei wirklich die Hauptbestandteile hier aus dem Ort sind und das weiteste Entfernte ist, wo wir uns überlegt haben, was halt auch zu einem Menü gehört, ein regionales Getränk. Und das ist das Bier von der Villauer Brauerei. Und das hat quasi die weiteste Entfernung. Und damit machen wir heute eine Hollandaise von dem Bier. Und es kann natürlich auch gern so im Menü getrunken werden. Die weiteste Zutat aus dem 8 Kilometer entfernten Villau, das ist etwas, was das Herz eines Direktvermarkters höher schlagen lassen dürfte. Aber auch der gesamte Wettbewerb um den Goldenen Kochlöffel kam bei dem Verband hervorragend an. Den finde ich mehr als klasse, weil zum einen uns als Verband der direktvermarkten Landwirte natürlich ein ganz großes Anliegen ist, dass auch der eine oder andere Koch regionale Erzeugnisse in seiner Küche verwendet und damit auch das Bewusstsein der Region und auch geschmacklich natürlich die sensible Zunge stärkt. Für alle, denen regionale Produkte am Herzen liegen, kann der Verband der Direktvermarkter Hilfe bieten. Also wir haben eine jährliche Anbieterbroschüre. In der Broschüre sind nicht nur Direktvermarkter in Sachsen hinterlegt, sondern auch diverse Hoffeste, die Hofläden in Sachsen, Märkte und Stadtfeste. Es ist sehr branchenweit gestreut eigentlich vom Handwerkermarkt und natürlich auch über die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Käsemarkt. All das ist in unserer jährlichen Broschüre vertreten, kommt im Januar raus und erfreut sich stetiger Beliebtheit. Und wo kann man die bekommen? Die kann man bekommen in Institutionen, bei Krankenkassen, im Hofladen natürlich und bei Festivitäten und nicht zu vergessen bei der IHK. Doch zurück in die Küche des Gutshofs. Was hat sich Markus Gnad für den Wettbewerb einfallen lassen? Also wir machen heute ein Bärlauchpüree, Bärlauchkartoffelpüree. Den Bärlauch, der ist, kann man mittlerweile hier in der Region selber sammeln. Die Kartoffeln sind auch vom Landwirtschaftsbetrieb Pandeleit in Tschogen. Die Eier für die Hollandaise sind vom Landwirtschaftsbetrieb Breuer. Der Strauß ist, wie gesagt, über den Platz sozusagen, übers Tal bei uns. Dazu machen wir ein scharfes Erdbeer-Chutney. Die Erdbeeren kann man im Sommer auf den umliegenden Feldern selbst pflücken, aus dem eigenen Garten oder halt vom Direktvermarkter. Was sagt der Kochprofi der Jury zu diesem Wettbewerbsbeitrag? Mike Arnold ist nicht nur Ausbilder, sondern steht auch dem Verein Zwickauer Köche vor und ist damit ein ausgewiesener Experte. Ich muss dazu sagen, wir haben heute eine andere Zubereitungsart vom Strauß, also nicht mehr mit dem Biefer, sondern klassisch hergestellt in der Pfanne. Und das Besondere hier an diesem Gericht ist praktisch die Würzmittel, die eingesetzt werden. Und zwar gibt es hier eine Soße dazu, eine Hollandaise. Das ist eine aufgeschlagene Buttersoße, die eigentlich von den Rohstoffen her nur Eigelb, geklärte Butter und Geschmacksträger beinhaltet. Und diese Soße wird hier als Geschmacksträger mit einem Bier aufgeschlagen. Und zwar mit einem Villauer Bier, also Zwickelbier, unfiltriert, was also den Geschmack gibt. Der Geschmack von Hopfen, der also leicht herb ist, wird hier praktisch zum Einsatz kommen. Und es gibt einen Chutney noch dazu, was also mit Erdbeeren hergestellt wird. Wir haben einen bitteren Rohstoff, wir haben einen süßen Rohstoff. Und das Fleisch wird noch gewürzt orientalisch, und zwar mit Kreuzkümmel, was eigentlich eine herzhafte Wirkung hat. Und da bin ich gespannt, wie diese Kombinationen miteinander variieren und ob das schmacklich rüberkommt. Zunächst gab es eine Vorspeise und auch hier wurde bei der Bachforelle auf Regionalität geachtet. Doch das Wichtige im Kampf um den Goldenen Kochlöffel ist das Hauptgericht. Auch das konnte die Jury optisch wie geschmacklich überzeugen. We'll be right back.
Das war der letzte Wettbewerbsbeitrag im Rahmen des Goldenen Kochlöffels 2017. Und ich kann Ihnen sagen, es wird schwer, schauen Sie. Es ist nichts auf dem Teller zurückgeblieben und das gilt für alle hier aus der Jury. Ja, da kann man nicht meckern. Aber was zählt schon mein Urteil? Jetzt wollen wir mal das Fachurteil von Mike Arnold hören. Aber das dürfte wahrscheinlich ähnlich positiv ausfallen, oder? Ja, man sieht, mein Teller ist ja auch leer. Ja. Es hat sehr lecker geschmeckt und meine Erwartungen sind eigentlich auch noch übertroffen worden. Es ist also durch diese vielen Nuancen, die auf den Teller waren, verschiedene Geschmacksrichtungen rübergekommen. Einmal das Chutney, das von der Erdbeere hergestellt wurde, wurde in einen roten Zwiebelring angerichtet. Das ist also auch etwas außergewöhnlich, aber es hat sehr gut geschmeckt. Die Hollandaise war auch nicht sehr bitter, nur im Nachgeschmack etwas. Und es wurde mit Honig gearbeitet, also mit einer Süße, dass es also ein bisschen gemildert wurde. Das Püree mit Bärlauch, das hat also super harmoniert und man hat von jeder Geschmacksrichtung das Bittere, das Scharfe, das Säuerliche. Es war alles von jedem etwas dabei und man kann nur sagen, das ist ganz Spitzenleistung gewesen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich denke, da sind wir uns in der Jury einig. Also auch meine Jurykollegen Marika Schwarz und Katrin Stiller, bei denen ich mich auch ganz herzlich bedanke, dass ihr das so schön mitgemacht habt. Es war eine tolle Sache, hier mit euch Jury sein zu dürfen. Aber jetzt ein letztes Mal müssen wir noch mal so richtig ran. Jetzt müssen wir das Ganze auswerten. Und da hat es Küchenchef Markus Gnad der Jury nicht leicht gemacht. Auch sein Wettbewerbsbeitrag spielt in der ersten Liga mit. Welches der sechs Häuser als Sieger aus dem Kampf um den Goldenen Kochlöffel 2017 hervorgegangen ist, wird am 9. September zum historischen Markttreiben in Zwickau öffentlich bekannt gegeben.